Moin allerseits und willkommen zurück zu Aetna Bericht aus und ja, mal schauen, was ich hier eigentlich jetzt hier so machen soll in dieser Cocktailbar und ob ich vor allen Dingen das ein oder andere hier mitgehen lassen kann. Ich hoffe nun mal nicht, dass ich hier jetzt irgendwie wieder solche Cocktails irgendwie zusammenmixen soll, weil ich sehe da schon wieder so eine Cocktailkarte. Kann ich die nicht mitnehmen? Ich kann sie mitnehmen. Ist nicht dein Ernst, ne? Nein, komm. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Okay. Gut, immerhin weiß ich dafür, dass ich wahrscheinlich keine Drinks mixen muss und dass Bruce Lee eine Sauklaue hatte. Boah, ist ja auch schon mal was, ne? Was haben wir denn hier sonst noch so? Oh. Peter, Neonschild, Barhocker, kann ich den Barhocker haben, während der da sitzt? Ein Löffel? Wieso ist ein Löffel im Fass? Und Kickertisch. Ich will mal den Löffel haben, ja? Kann ich den haben, bitte? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Ah ja. Warum hast du da einen Löffel in diesem radioaktiven Fass drin? Warum leuchtet das Zeugs da offenbar genauso wie das da? Und warum leuchtet das da nicht? Hä? Und wie kannst du das eigentlich da hinten sehen, wenn ich da bin und du mich eigentlich hier die ganze Zeit in meine Seele reinstarren tust? Nee. Gut, Mann, was kann ich denn hier sonst machen? Kann ich das Schild hier mitnehmen? Bei dem anderen konnte ich ja ein Schild mitnehmen. Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Warum nicht? Kann doch nicht schaden. Gut, dann rede ich mal mit dem Typen hier. Na, du? Oh, du bist ja sehr gesprächig. Genauso wie ich. Ich merke gerade irgendwie... Das ist eine Kapuze, oder? Kein dritter Ärmel, oder? Und sind... Was ist das hier? Sind das die Socken, oder was ist das? Hat er da eigenartige Pantoffeln an, wo er die Schuhsohle abgemacht hat, oder was? Keine Ahnung. Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Du weißt es wirklich so richtig gut, wie man Leute aufmuntert. Und ich weiß, dass das der Typ ist, der da so depri ist. Kann das sein? Der da quasi die... bei dieser Rollenspielergruppe war und einfach irgendwie miese Laune nur verbreitete. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Na, so kann man seine Krankheit auch nennen. Warte mal, du bist die Krankheit? Ich glaube, ich muss hier einen Doktor finden. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Doch, ich kann's noch schlimmer machen. Pass mal auf. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Ja, super, wie willst du das denn sehen? Du bist im Keller. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Hast du ja voll hinbekommen, ne? Ich würde dich sofort einstellen als Stimmungskanone. Wobei, vielleicht lieber doch nicht, ich habe kein Geld. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Also wenn du das Zeugs da irgendwie saufen tust, dann ist das hier keine Vorhersage. Das ist schon Fakt, ne? Wobei, ich weiß ja nicht mal, was er trinkt. Trinkt er da einfach nur 4 Eiswürfel?
Davon kann er sich aber nicht blau laufen lassen. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Nee, sie wollte eigentlich in Wirklichkeit nur ein klein wenig Nihilismus verbreiten. Warum halt auch nicht, ne? Kann ja nicht schaden. Wobei, bei dem schon. Bei dem geht alles weiter kaputt. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Lass mich raten, wenn ich den letzten hier mache, dann wird's auch nicht laufen, ne? Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich muss ich bei irgendjemandem noch irgendwas machen oder dem irgendetwas geben, damit ich dann wahrscheinlich irgendetwas von Textmäßigen hier was Neues kriege und dann das funktioniert. Deswegen, ich würde einfach mal sagen, dass ich dann hier aufgebe. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Welche Hilfe? Ich wollte helfen? Das stand nicht so in meinem Vertrag. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich hab ja auch nicht nach dir gefragt. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Genau. Und guck mich nicht an, da bin ich auch überfragt. Total. Hier, nimm ein Messer. Das erleichtert dir dein Leben, glaube ich. Willst du dieses stumpfe Buttermesser? Mach das stumpf. Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, nein, behalt's ruhig. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Dann vielleicht, genau hier. Ramm dir das Stuhlbein in den Hals. Willst du mein spitzes Stuhlbein? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Ah, okay. Nein, ich habe es nicht. Diese an. Okay, der macht nicht wirklich was anderes. Habe ich vielleicht irgendwie was anderes hier da rumfliegen? Willst du ein Comic-Heft haben? Das tut dich vielleicht irgendwie aufheitern. Wobei, das ist ein Comic von Captain Nutzlos oder so. Wenn Captain unbrauchbar Kryptonit ist, leidet er tagelang unter starken Depressionen. Ach was? Mehr nicht? Da hat er nichts mehr zu sagen drauf. Okay, dann rede ich mal mit dem Bartypen. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Ja, eine Bar. Du hast überhaupt keine Bar. Das ist hier, was sind nur 6 Kisten mit Getränken drin. Und ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist wahrscheinlich als hier Ketchup oder so. Dann, Was haben wir denn hier? Kann ich den Lichtschalter ausmachen? Na, ausmachen hier das Ding. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Ja, deswegen wollte ich ja auch das Ding hier ausmachen. Achso, ich mach dann die Lampe hier an. Okay, cool. Willst du einen Topf auf den Kopf? Willst du einen Topf? Wozu? Mein Leben köchelt nur noch auf Sparflamme. Okay, gut, dann weißt du was? Ich glaube, ich gehe mal raus. Was ist das denn hier? Kann ich den Becher haben? Der ist wahrscheinlich besser. Na, wo ist er da? Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Oh, ich sehe sonst noch was. Münzschlitz, Schachtstuhl, Aschenbecher, Sitzecke. Kann ich den Aschebecher haben? Wahrscheinlich nicht. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Sag mal, du hast einen Top in deinem Kühlschrank.
komme ich auf Kühlschrank. Sag mal, du hast einen Topf in deiner Tasche. Du hast Ketchup in deiner Tasche, Senfpackung, Poloschläger. Du hast all möglichen Scheiß in deiner nicht vorhandenen Hosentasche. Aber das Ding ist sperrig. Ich will nicht wissen, wo du den Topf hast. Kann ich hier was mit dem ollen Münchlitz waren oder so benutzen? Münchlitz geht nicht. Wo ist denn das? Hallo, Mann! Öffne doch nicht mein Inventar. Wo ist denn das Ding jetzt da? Ich brauche eine Münze. Das war mir vielleicht irgendwie auch schon klar. Hehe. Meh. Ist vielleicht was im Schacht? Leer. Super. Was ist denn da in der Sitzecke? Ansehen. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Dann vielleicht benutzen? Wer rastet, der Roastbeef. Der Roastbeef? Okay. Ich bin also Roastbeef, weil ich immer nur raste. Ich weiß nicht warum, aber ich bin wahrscheinlich Roastbeef. Was haben wir denn da beim Kicker? Ist da vielleicht irgendwie noch was am Rumliegen? Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Ach so, weil der Kickertisch drin ist. Ja. Da, wo überall ein Kickertisch drin ist, ist es automatisch auch eine Bar. Kann ich das dann vielleicht benutzen, das da hinten? Ne? Wenn ich da umrühre, setze ich nur giftige Dämpfe frei. Also dachte ich mir doch. Atommüll. Ich wollte eigentlich jetzt nicht die Tür nachmachen. Gut, dann gehe ich mal raus. Ich muss ja hier zu diesem ollen Alu-Mann wahrscheinlich noch hin. Wobei, stimmt ja, ich war in der Tür noch gar nicht. Was ist denn da drin? Ich glaube, ich habe die richtige Toilette gefunden. Kann ich hier mal das Licht anmachen? Überraschung! Huch! Was will die denn hier? Sag mal, hat die sich verlaufen? Nein, du sollst doch nicht... Mädel, du bist ein Mädel, das geht nicht. Tja. Ja, wer sie ist, weiß ich eigentlich schon, aber egal, ich frag trotzdem. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Ich hab keins. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Ja, besser so. Ich hab eh keins. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Auf dem Klo. Das ist ein echt toller Ort, muss ich sagen. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Wie wäre es, wenn du vielleicht ein paar Leute dazu einladen würdest, quasi ebenfalls diese Überraschung vorzubereiten, sodass sie quasi allesamt nur noch auf eine Person warten, die überrascht werden soll? Könnte helfen! Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich! Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay. Dein Wort reicht mir aus. Sag mal, ich hätte mir hier fast mit meinem Stuhlbein hier irgendwie ein Tattoo reingeritzt. Damit du das glauben tust, dass ich wirklich nichts sagen tue und in Wirklichkeit eigentlich es ihm sofort sagen werde. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder... absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? In der... ja, genau, in der Bar. Warum nicht? Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Nee... das wird wahrscheinlich sogar noch übler dann werden. Fernsehzimmer? Hier gibt's ein Fernsehzimmer. Ein Kaffeeraum. Aufenthaltsraum? Kaffeeraum? Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Puff, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden.
Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Bist du sicher, dass es wirklich Menschen waren und nicht einfach nur irgendwelche Halluzinationen? Ich meine, so irre, wie du in der Birne bist. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Dann mach die Glotze aus, zieh den Stecker oder schmeiß das Ding aus dem Fenster. Ich meine, du bist irre, mach was. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Der ist was? Du glaubst doch selber nicht. Jeder Raum wäre besser gewesen. Mhm. Ich find's nett hier. Ja, allerdings hol dir nicht die Snacks, ne? Die sind da nämlich da hinten drinne oder da drinne. Im Spezialdip, ne? Die sind im Spezialdip da drinne. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Ja, oder vielleicht auch mal nicht sehen, ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwie den Dip mitnehmen? Genau, kann ich haben, will und so? Gut, da ist noch ein Becher, den kann ich nicht haben. Was ist das denn? Fingerfood? Das sieht mehr aus wie Suppe, aber okay. Kann ich das auch haben? Ich will nicht gleich alles nehmen. Dann Becher mal ein bisschen was raus. Da sind noch genug Becher. Warum können wir die eigentlich nicht aufheben? Psst. Weil's sonst logisch wäre. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Ach, warum? Extrawürzung oder so. Was ist da? Da ist hinter, da ist Chips, genau. Kann ich die Chips haben? Gut, ich kann die Chips haben, das ist schon mal schön. Da kann ich die Deko haben. Nein, die kann ich nur ansehen. Gut, dann weißt du was, ich mach dann Licht aus und du kannst dich dann wieder auf den Klo verpieseln. Na, tschüssi. Hallo? Tschüssi, hab ich gesagt. Und ich glaube, ich sollte dann wohl dann hier runter zur Bar wieder, ne? Wobei runter eigentlich ja nicht richtig ist, sondern eigentlich wieder zur Bar hinlaufen, weil das ist ja hier um die Ecke. Und dann ihm schön verklickern, was da in der, Kloschüssel rumschwimmt? Ich weiß ja nicht. Hallo? Da geht das schon so quasi so drüber, ne? Aber dann macht er trotzdem na, nicht. Du? Immer noch schön am Trinken, das ist schön für dich. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Das glaubst aber auch nur du. Super, okay, dann, habe ich ein kleines Problem. Ich kriege nicht ihn dazu, da hinzukommen, aber ich kriege auch sie wiederum nicht dazu, irgendwie woanders hinzugehen. Es sei denn, ich müsste es irgendwie hinbekommen, dass dieser Adrian irgendwie diese Feier im Aufenthaltsraum erlaubt und er dann früher oder später dann mal dahin geht und nichts davon weiß und, vielleicht klappt das. Ich weiß es nicht. Naja, das wird nicht funktionieren. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, genau. Warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja. Genau, da bin ich immer noch überfragt. Da habe ich keine Ahnung, warum ich dir überhaupt irgendwas machen sollte. Was habe ich denn eigentlich sonst für Klamotten hier? Ich weiß nicht, ich habe jetzt zig Klamotten zusammengesammelt, aber ich habe keine Ahnung, was ich die alle verwenden soll. Ha, für irgendeinen Nutzen sind sie schon bestimmt. Ich gehe aber erstmal raus. Ich muss ja noch diesen ollen Adrian bei. Ich muss ja auch noch zum Alu-Mann, stimmt ja. Und Drogelbecher steht mir ja auch noch im Weg, stimmt. Wie komme ich an den ganzen Pappnasen vorbei? Keine Ahnung. Kann ich da vielleicht rein? Ich möchte da rein. Hallo, darf ich rein? Ich möchte nicht da rum, sondern rein. Drogelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Ich muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Vielleicht hier mit einem, Becher? Soll ich dir was zu trinken holen? Drogelbecher. Dann nicht. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst.
Versteht den einer? Hat einer irgendwie Doggelbecher, Deutsch, Doggelbecher? Ich lehm mich nicht. Ich verstehe kein Wort, was der sagt. Willst du vielleicht hier Topflappen haben? Ich habe ein Geschenk für dich. Topflappen. Doggelbecher? Schade. Ich bewahre sie so lange auf. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Ich brauche wahrscheinlich irgendwas Kissenmäßiges. Ich habe aber leider nichts Kissenmäßiges. Es sei denn, ich kann die Topflappen irgendwie zu einer Art Kissen irgendwie... Ich habe zwei Topflappen. Wenn ich jetzt irgendwie die so zusammennähen könnte und die Chipstüte da reinpacke, dann habe ich sowas wie eine Art Kissen. Mehr oder weniger. Willst du vielleicht eine Chipstüte? Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist eine Tüte Kartoffelchips. Doppelbecher? Nein, Cheese and Onion. Doppelbecher? Dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Meh, Menno. Sei nicht so fehlerisch. Nimm einfach das, was da ist. Was soll ich denn sonst hier machen? Kann ich mit der Schere irgendwas machen? Kann ich da irgendwo rumschneiden? Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Wie alte Dame und Hund. Oder Münze und Einkaufswagen. Pickel und Teenager. Topflappen und Topflappen. Oder du und ich. Ach, Harvey, das war süß. Und Arsch auf Eimer, das passt auch noch zusammen. Ne? Ich habe ja hier schon Eimer. Mehr oder weniger. Jetzt brauche ich mich nur noch drauf sitzen. Ne? Dann habe ich ja schon das ganze Kompott. Was? Mensch, Junge, manchmal laberst du echt Mist, ey. Menno, was soll ich denn sonst hier machen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann eigentlich nur mit dem Alumann jetzt noch reden. Damit ich vielleicht irgendwie sein Ticket bekomme und dann, was weiß ich, wo irgendwie hinkomme. Oder ich kann nichts machen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde aber einfach jetzt erstmal sagen, dass ich hier an der Stelle Ende mache. Und in der nächsten Folge erstmal schauen werde, wie ich das dann alles hinkriegen kann. Vorausgesetzt, ich werde überhaupt irgendwas hinbekommen. Aber bis dahin einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mann, die starren alle einen hier an, als würde man irgendwie im Fernsehen sein oder so. Bye, bye.